Moin, moin, Tag, Servus und Grüezi, meine lieben Nemos, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Life is Feudal Forest Village. Und natürlich wieder Gewitter, wieder Donner. Ich bin's, euer Nobody. Ihr Lieben, wie ihr sehen könnt, es hat sich ein bisschen was getan. Wir haben einen kleinen Neustart hingelegt. Zuletzt sind wir erfroren, warum auch immer, obwohl genügend Brennholz hier drin war. Die haben es einfach nicht abgegriffen richtig. Und auf einmal war das Brennholz weg und ja, 99% der Einwohner tot. Jetzt habe ich das Problem, obwohl auch noch bis zum Frühlingsbeginn genügend Essen da war und auch noch ein kleiner Vorrat. Auf einmal war das Essen auch weg. Keine Ahnung, ob das schlecht wird. Und ja, ich hoffe mal, dass die jetzt hier noch fleißig abernten. Sonst haben wir gleich den Hunger tot hier. Das wäre bescheiden. Ich habe nur noch einen. Okay. Dann mach du hier. Hat keinen anderen. Es hat keinen anderen Sinn. Es hat keinen Zweck. Mal gucken, ob wir das schaffen. Machen wir mal hier. Wo ist das? Und machen das. Gut. Vom Fischen zum Holzhacken. Puh. Ja. Wie ihr gemerkt habt, Banished ist nicht Freitag, sondern Samstag erschienen. Ich bitte da um Verständnis. Privat ging es nicht anders, das so hochzuladen. Kann auch in Zukunft so sein mit, ja, mit dem Spiel oder anderen Spielen. Wie gesagt, ich bitte da um Verständnis. Und ich werde auch gucken, dass ich jetzt vielleicht in der nächsten oder übernächsten Aufnahmerunde von diesen drei Spielen eine Entscheidung treffe, weil ich merke schon, es ist ablenkend, drei ähnliche Spiele zu spielen, wieder da reinzufinden, besonders nach einer Woche. Ja, es macht schon Spaß, aber es ist schon ja, anstrengend. Man kann nicht so viel weiterkommen, weil man sich wieder reinfuchsen muss. Und ja, mal gucken. Vielleicht ist bald eine Entscheidung getroffen, welches dieser drei Spiele ich zuerst komplett durch Let's Playen werde, bis ich dann das nächste davon hole. Schauen wir mal. Ja, der Winter kommt. Warum bist du pausiert? Ich habe nicht gesagt, dass du pausiert sein sollst. Weil keiner drin ist, oder wie? Naja, hoffentlich haben die genug zu beißen, hoffentlich haben die genug Brennmaterial. Das könnte eine ganz, ganz knappe Sache werden. Aber sowas von knapp. Ja, hier ist noch ein Forster, der wohl jetzt deaktiviert ist. Genau. Die Lehmmine hat man noch nicht in Gebrauch. Also wir hatten alles eigentlich jetzt besetzt fast, außer die Lehmmine. Wir hatten einige Siedler gehabt. Na, nur sind die dann jetzt spontan nach einer Übernachtung verhungert. Auch toll. Also ich finde, die müssten da auch ein bisschen was überarbeiten, generell am System, auch mit dem Essen, dass erst alles zentral gelagert wird und die dann das prozentual, ja wirklich prozentual aufteilen. Und dann verteilen, weil ich habe das Gefühl, immer der Erste kommt, der mal zuerst hier. Ich weiß es nicht. Und hier müssten wir eigentlich so vier Farmer nonstop rumlaufen lassen. Sechs am besten. Dann wird das auch ratzfatz gehen. Nur dementsprechend brauchen wir auch erstmal Leute. Und jetzt muss unser Dörfchen wieder bevölkert werden. Ja, warten wir es mal ab, was da jetzt für ein Gewusel stattfinden wird. Ja, ihr Lieben, ansonsten, Deutschlands Grenzen haben zu einem Bruchteil dicht gemacht. Schulen, Kita schließen, fast deutschlandweit. Ihr könnt mir mal schreiben, ob ihr betroffen seid generell auch, ob beruflich, ob ihr vielleicht auch erkrankt seid, das ist ja nichts Schlimmes, wenn ja, okay, doch, es ist blöd, es ist scheiße, wenn, aber in dem Sinne, wenn jemand erkrankt ist, kann er ja nichts für, ne? Also in dem Sinne ist es nicht schlimm. Ich hatte jetzt mit einigen Personen Unterhaltungen diesbezüglich, die sehen das so von verschiedenen
Blickwinkeln, die ganze Situation. Und eure Meinung würde mich dazu auch mal interessieren. Generell könnt ihr ja in den Kommentaren ja, schreiben. Da oben steppt der Bär, sehe ich da unten auch. Meine Güte. Ja, die Jäger hier, die abtöten, die bringt eigentlich nichts. Ich habe den bestimmt von Frühling bis wann? Bis Winteranfang gehabt. In dem anderen. Weil ich habe da noch weitergespielt. Und da hat sich nichts getan. Jetzt hier, ich habe mal gebaut, aber was bringt's, ne? So, ihr habt alle Holz, ihr habt alle zu essen, hoffentlich. Was ist hier drin? Okay, Vorräte gehen zur Neige. Oh ja, die gehen jetzt gleich zur Neige. Gleich kommt, wir haben Hunger. Obwohl die Fischer, die treiben immer wieder Essen. Dabei. Wir schaffen es an. Ja, die haben dann schon wieder Cash den Fisch rausgeholt. Okay, Cash. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Was machen wir? So. Oh, und hier Besuch von meinem kleinen Mäuschen, meiner kleinen Tochter. Es kann gut sein, dass ihr mein Töchterlein im Hintergrund gleich hört. Das kleine Mäuschen. Ja. Schätzchen. die sind jetzt hungern. Toll. Ich habe einen weiteren Fischer eingestellt, wollte mich auf den Arm nehmen. Jetzt, okay, jetzt friert er, er hungert. Die sind jetzt gleich weg. Gut. Wenn das der Fall ist, dann glaube ich, werde ich in der nächsten Aufnahmerunde schon quasi nur noch ein Spiel bringen. Ja, ich glaube, ich werde das so machen. Weil es hat jetzt keinen Sinn, hier 20, 30 Mal anzufangen. Ich werde mir dann überlegen, welches Spiel ich bringen werde. Und gucken wir mal. Es ist immerhin Winterende. Es dürfte nicht mehr so kalt sein, aber Essen muss jetzt rangeklotzt werden. Ich würde sagen, machen wir mal das hier. So. Treib Essen auf, Jäger. Wir haben genug Wild hier rumlaufen, wir haben Bären rumlaufen, Füchse rumlaufen, wir haben alles Mögliche da rumlaufen. Los! Nee, die sind Hunger am Schieben. Der hat keinen Bock. Okay. Jäger Vivian. Okay. Ja, der Jäger ist verhungert, weil er nicht jagen wollte. Selbst schuld. Okay. Das war der Holzhacker. Und wieder haben wir nur vier Mannekes. Mal gucken, ob es das jetzt übersteht. Das Problem ist. Ja, schauen wir mal. Das ist schon maximale Geschwindigkeit. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen weiter überspringen. Währenddessen gönne ich mir mal ein Erfrischungsgetränk. Gefischt wird.
Und wer ist gestorben? Natürlich. Naturellement. Obwohl, naturellement gibt es nicht im Französischen. Einfach nur bien sûr. So, bitteschön. Ein Fisch abgezogen. Wie lange dauert es jetzt, bis ihr verhungert? Im vorherigen Spielstand war ich eigentlich sogar ein Ticken weiter als jetzt. Da hat man nur auf einmal das Problem mit dem Erfrieren. Hätten wir das nicht gehabt, wären wir jetzt locker weitergekommen. Aber jetzt das mit dem Hunger finde ich ein bisschen öde. Ja, das Feld. Hier haben wir den Held vom Feld. Der gibt sein Bestes, aber braucht auch bald das zeitliche Segnen. Wenn ich hier schon vier Hütten sehe, wo am Verhungern sind. Tja, ihr Lieben, es sieht sehr, sehr schlecht aus. Ja. Forest Village, No Man's Land steht kurz davor zu verhungern. Ein trauriger Moment. Ja. Und da ist wieder mein Mäuschen. Ja, Schatz. So, wie schaut's? Ja, nur noch zwei. Yippie. Ah, das bedeutet, die sind jetzt wirklich hinüber. Pausieren, sorry. Pausieren, sorry. Pausieren, sorry. Lass mal Fischer. Pausieren, sorry. Pausieren, sorry. Pausieren, sorry. Drastische Maßnahmen, meine Freunde, drastische Maßnahmen, aber es gibt nur noch jetzt zwei arbeitsfähige. Und die müssen halt heroisch und fleißig weiterarbeiten. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ist das ein Adam und eine Eva, wenigstens? Das sieht mir aus nach einer Eva, ja. Das ist eine Eva. Das sieht mir nach dem Adam aus. Okay, also das ist nicht mehr No Man's Land, das ist Garten Eden. Reloaded, oder? Aber selbst hier kehrt der Hunger ein. Mal Fisch. Das muss doch für zwei, drei Personen reichen. Willst du mich auf den Arm nehmen? Das finde ich richtig blöd. Ah, Griffin ist, okay, ein sehr junger Adam, sehe ich gerade. Also sind die anderen eigentlich nur faul gewesen. Okay. Das war's. Ja, ihr Lieben, ich glaube, es hat keinen großen Sinn, jetzt großartig weiterzumachen. Weil das automatische Speichern hält jetzt lange an. Ich kann ihm nur sagen, hier Junge, Ernte. Für dich alleine reicht das das ganze Jahr normalerweise. Locker. Zu essen hast du genug. Aber irgendwie reicht es ihm doch nicht, weil... Ah, jetzt. Tja, der Frühsommer beginnt. Oder ist schon dran, ich weiß es nicht. Ich sehe jetzt nur da oben Frühsommer stehen. Komm, machen wir mal weiter. Vielleicht siedelt sich hier wieder jemand an. Wer weiß, wer weiß.
Griffin hier drin, warum auch immer. Was machst du da drin, Griffin? Die arbeiten. Ja, meine Lieben, das sieht sehr, sehr übel aus. Wenn wir da nochmal den Dreh rauskriegen würden. Wir haben echt nur noch einen Mann da. Wir haben keine Frau, wir haben keinen Nachwuchs, nichts. Ich weiß ja nicht, ob noch von außerhalb Leute kommen. Ich bin echt gewillt, jetzt gleich aufzuhören, weil ich glaube, es hat keinen... Es hat keinen Sinn. Hier ist keiner. Tja. Griffin, du lebst in einer Geisterstadt. Aber du wächst heran. Ja, ich wäre schon gespannt zu sehen, ob jetzt noch eine neue Eva dazu kommt oder noch ein neues Pärchen sich hier ansiedelt. Ich weiß nicht, ob das so ist. Ich glaube einfach, früher von den ursprünglichen Siedlern haben dann jeweils hat dann jeweils der Nachwuchs eine neue Hütte in Beschlag genommen. Ich weiß es nicht. Weil ansonsten wäre jetzt schon jemand neu dazugekommen. Vermute ich mal stark. Machen wir hier nochmal auf Pause. Griffin ist 8 Jahre alt. Er ist schon ein alter Mann für die damalige Verhältnisse. Es ist aber immerhin schon wirklich sehr erstaunlich, wie sich das im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende geändert hat, die Lebenserwartung. Ich bin älter als Jesus damals war. Und damals schon generell, nicht nur ein paar hundert, so ein paar tausend Jahre, wenn man mal 25 wurde, das war schon ein hohes Alter. Und dann über 30 nicht zu denken. Über 40, das war schon ja fast Hexerei. Naja. So, es speichert weiter. Herbstbeginn. Er ist fröhlich noch am Ernten. Gleich wird es zu kalt, um weiter zu ernten. Ja, Essen hast du gut, Jung. Du kommst damit gut aus. Ja, alleine verbrauchst du ja fast nichts. Das ist ein Witz. Okay, ihr Lieben, an dieser Stelle werde ich jetzt abbrechen. Es hat keinen Sinn. Puh, tja. Armer Griffin. Er bleibt wohl der ewige Witwer, ewige Junggeselle, wer weiß.
Schade für ihn, schade für das kleine Dörfchen, aber es hat einfach keinen Sinn. Wir können jetzt hier so endlos weitermachen. Nahrung hat er jetzt erstmal en masse. Holz müsste auch locker einen Winter reichen. Dann könnte man sagen, im nächsten Jahr klopft der Holz und so weiter und so fort. Und so ist es immer im Wechsel oder wäre es im Wechsel, aber es hat einfach keinen Sinn. Tapfer, heroisch und stur erntet er noch, aber seine Eva fehlt. Na gut, ihr Lieben. An dieser Stelle beenden wir, glaube ich, das Let's Play. Und nächsten Freitag könnt ihr euch überraschen lassen, was es dann jetzt gibt. Ich werde mich dann für eins der drei Spiele entscheiden. Dann liegt auch mein Fokus stärker auf dem Spiel. Und ja, aber keine Sorge, die anderen Spiele werden auch wieder kommen. Wie gesagt, ich spiele jetzt erstmal eins, so weit durch wie es geht oder mir möglich, und dann kommen die anderen jeweils dran. Meine lieben Nemos, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Nobody. Tschüss.